The Texas Chainsaw Massacre, The Next Generation ist ein Film, wo ich nach dem Anschauen fast nicht glauben kann, dass dieser Film wirklich existiert. Dass dieser Film existieren kann und dass dieser Film geschrieben und produziert werden kann von irgendjemandem, der was mit dem Original zu tun hat. Der Film ist eine Beleidigung. Der Film ist eine... wirkt wie ein abartiger Racheakt am Texas Chainsaw Massacre Franchise, am Charakter Leatherface. Er beleidigt alles, wofür diese Horrorreihe steht, inklusive ihrer Zuschauer. Er ist aber auch abgesehen davon, dass nichts, was ansatzweise mit Texas Chainsaw Massacre zu tun hat, in dem Film auch nur ansatzweise irgendwie stimmt. Habe ich schon erwähnt, dass Leatherface eine Frau ist in dem Film. Das hat er auch noch ein unglaublich schlechtes Drehbuch mit unglaublich schlecht geschriebenen Dialogen. Unglaublich schlechte Schauspieler. Und das ist Punkt und Komma einer der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Ich finde diesen Film widerlich, ich finde diesen Film abartig und ich finde es nach wie vor unfassbar, dass dieser Film produziert wurde. Ich weiß, es werden jetzt einige von euch nach diesem Review meinen, den muss ich mir anschauen, das wird sicher lustig. Nein, wird es nicht. Aber gut, wenn ihr es probieren wollt, ich wünsche euch das größte... Das kann ich nicht einmal sagen. Ich kann euch nicht einmal viel Spaß mit dem Film wünschen, weil ich weiß... dass wenn ihr die DVD später dann als Bieruntersetzer oder Frisbee-Scheibe verwendet, ihr immer noch jeden Abend euch in den Schlaf heult, weil ihr wisst, dass ihr das gesehen habt.